Österreichs Leichtathletik-Asse dürfen bei den Hallenweltmeisterschaften über mehrere Top-Ergebnisse jubeln. Im Fünfkampf holte Verena Meyer den 5. Platz. Über 400 Meter schaffte Susanne Gogl-Walli völlig überraschend den Einzug ins Finale. Der Oberösterreicherin winkt ihr bestes Karriereergebnis bei einem Großevent. Dabei verpasst Susanne Gogl-Walli das Finale der Top 6 zunächst vermeintlich. Im Halbfinale wird sie von Konkurrentin Charlene Maudsley abgedrängt und kommt als Vierte ins Ziel. Eine nachträgliche Disqualifikation der Irin bringt Gogl-Walli aber das Ticket für den großen Showdown heute um 22 Uhr. Es war so viel Gerangel, also schon beim Reinlaufen noch 200 Meter habe ich echt viel abgekriegt. Und dann auf 300 Meter war nur mehr das Überholmanöver von der Irin, die mich völlig abgedrängt hat. Verena Meyer übertrifft mit Platz 5 im Fünfkampf ihre eigenen Erwartungen. Im Weitsprung und über die abschließenden 800 Meter bleibt sie am Abend zwar etwas hinter ihren Saisonbestleistungen, sammelt bei ihrem ersten Großereignis seit Olympia 2021 aber wichtige Quali-Punkte für die kommenden Spiele in Paris. Wenn mich wer Ende Oktober, Anfang November gefragt hätte, dann hätte ich nicht einmal geglaubt, dass ich da bin. Von dem her habe ich mich das schon sehr gefreut. Und jetzt auf 5. Platz ist natürlich richtig cool. Auch für die weiterblickende Saison mit der Olympia- und EM-Quali macht es halt auch einfach gute Bonuspunkte. Und ja, ich freue mich irrsinnig, dass sich das jetzt so ausgegangen ist. Auch Sprinter Markus Fuchs richtet seine Blicke auf die Olympia-Qualifikation. Der Niederösterreicher verpasst das Finale über 60 Meter um nur 2 Hundertstel. In 6,58 Sekunden läuft er aber eine neue persönliche Bestleistung. Als 10. landet Fuchs mitten in der Weltspitze. Ich war irrsinnig motiviert, frei und ja, jetzt bin ich einfach irrsinnig stolz. Aber trotzdem mit einem kleinen traurigen Auge, weil ich so knapp an diesem Finale vorbei bin wie noch nie. Aber trotzdem ist es unglaublich, ich bin 10. schnellster Mann der Welt und das ist einfach ein richtig, richtig geiles Gefühl. Nicht nach Wunsch läuft das Hallen-WM-Debüt für Magdalena Lindner. Sie scheidet als 5. ihres Vorlaufes aus. Die Abendsession mit dem Finale von Susanne Gogl-Walli sehen Sie live ab 20.15 Uhr in ORF Sport+.